Na, immerhin. So, grüß, speichern. Kapitel 5 oder 6? Immer 5 zuerst, ne? Wahrscheinlich ist es egal. Mist. Ui, 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 ui. Mach mich doch nicht fertig hier. Das haben wir schon. Konfession der Dunmars, Koma-Esser. Dann nehmen wir mal was mit. Oh. Vor dem Zeitalter des Mann. 2019 Herzfeuer. Raziale Phylogenie. Okay. Ein hypothetischer Verrat. Ich bin zu voll. War ja klar. Dann kann ich doch bestimmt meinen Kollegen holen. Sieh mal an, mein neuer Meister. Noch mehr Tassen? Ich wollte schon immer mal ein Packesel sein. Tja, das habe ich mir gedacht. Hier, mein Freund, ihr dürft ein paar Bücher tragen, die ich nicht mehr... Naja, sagen wir, die ich jetzt nicht tragen möchte. Ups. So, vielleicht sollte ich auch alle mal durchlesen. So, ne? Sollte doch reichen. Erstmal. Es war eine solche Freude. Wann haut er wieder ab? Ach so. Nee, eigentlich nicht. Ihr könnt wieder gehen. So, und ich gehe jetzt in den anderen rein. Hui, in die Nummer 6. Hm, was war das? 6. Ist doch bestimmt wieder ein Hinterhalt. Wir speichern. Schon wieder zwei Bücher? 7, 8. Na gut, 5 haben wir aussortiert, also. Das ist Nummer 7, tja. Was? Meine Herren, könnt ihr euch nicht benehmen und warten, bis ihr dran seid? Jetzt habe ich ins Mikro gepustet. Was haben wir denn hier? Die Stadt der Steine? Nehmen wir mit. Ach so, das ist das Giftlied. Da gibt es hier einige von. Hallo? Da. Ach, da hinten. Ich weiß nicht, was es soll, wie ich da hinkomme, aber ich habe es gelöst. Das alles in einem Buch drin, nee, ist klar. Also Freunde, merkt euch, lest niemals Bücher, die mit dem Titel beginnen, das schwarze Buch. Es könnte eine Traumreise werden. Schön stillhalten. Schön stillhalten. Schön stillhalten. Ich hab gesagt, stillhalten. Konzentration. Mist. So, haben wir's.
habe zwar noch halbes Leben, aber immerhin. Ich gucke mich erstmal um. Vielleicht gibt es hier noch irgendwo so einen Kokon oder so, den ich noch öffne. Ah. Ah. So what we have here? There's a black soul stone. Nehmen wir natürlich mit. Ich weiß auch nicht, warum ich gerade gewechselt habe. Rekorde der Dunkelheit. Nehmen wir mit. Speichern. Da ist wieder Hermios Mora. Schön hast du das gemacht. Das sind zwei! Ah, ich muss was essen. Oh. Es sind zwei. Ja, das ist ja, ich bin ja begeistert. Großartig. Hm, sicher. Hab ich eigentlich, kann ich jemanden holen? Holen, holen, holen. Ich kann den Sturm rufen. Nee, das will ich nicht. Wie wäre es, wenn wir sie einfrieren? Also sieht ja, die sehen ja beide so gut aus. Au! Na toll, das stört ihn gar nicht. Und warum laufen die seitlich? Ach, da kommt was raus an der Seite. Ist ja noch schlimmer. Okay, das wird ein bisschen doof. Vielleicht sollte ich mal über die Brücke zurücklaufen. Wenn das nicht so lecken würde gerade, ne? Ja, schön. Bin gerade die Brücke runtergefallen. So. Noch haben sie mich nicht gesehen. Bin gespannt, wo sie hinlaufen. Sehr schön. So gefällt mir das, Freunde. So gefällt mir das. Ja, ganz ein braver Biest. Bitte stillhalten. Danke. Jetzt der nächste. Der macht ja auch das, was er soll. Freut mich. Ein Bewegungsmuster wie ein Riese, ne? Bloß der Riese, da stolpert so ein bisschen mehr. Und diese Wächter erinnern mich original an Might & Magic 7, die allerletzten Monster. Oder waren es die allerersten? Wer das Spiel kennt, wird auch die Monster kennen. Hammers. Ist hier bald bei Ruhe? Gold, aber ganz schön viel. Du aussiehst. Löcher in der Nase. Wo ist er denn? Hm. So eine Art Fischkopf. Oh, das ist gut. So, ich hoffe, ihr wartet jetzt eine leckere Belohnung auf mich. Ja, 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 ja. Wollte nur mal gucken. Natürlich nochmal gespeichert. Dass hier noch ein Hinterhalt auf mich wartet. Ah, das schwarze Buch. Rolle des Lähmens, der starken Heilung. Akkorde des... der Zwietracht? Der Drachenbruch. Chronik von Hilzensinsen. Oh, Stahlrimm, leichte Stahlrimmschuhe des Schock... des Schockwiderstands. Jo, nehmen wir mit. Ebenerzfleisch. Nehme ich mal mit. Ich weiß nicht, was das soll, aber...
So, was will mir das verborgene Zwielicht bringen? Abgeschlossen. Das verborgene Zwielicht. Soll ich mich wieder entscheiden für eines dieser? Moras Qualen. Beschwört eine Vielzahl sich windender Tentakel, die deine Gegner vergiften. Du kannst immer nur eine Fähigkeit nutzen. Moras Umklammerung. Moras Umklammerung hält das Ziel 30 Sekunden lang zwischen dem Reich des Vergessens und Tamriel fest und macht es immun gegen jeglichen Schaden. Hä? Okay. Finde ich jetzt okay. Moras Segen stellt deine gesamte Gesundheit magisch an Ausdauer wieder her. Was war das nochmal? Gegner vergiften. Wir nehmen die Umklammerung. Mein Gott. So, hätten wir's. Ab nach Solstheim zurück. Wir sind hier schon viel zu lange geblieben. Wird Zeit, dass wir aufwachen. Hallo? Aufwachen? Ah ja. Hallo? Ich bin nur kurz eingenickt. Ja, ne? Genau. Warte mal. Ach, das war der Stabverzauberer. Grüße. Guten Tag, Freund. Guten Tag. Jo. Muss, ne? Muss. Unverzauberte Stäbe finden natürlich nicht ad hoc. Ich weiß auch gar nicht, wo wir die finden, aber Stäbe will ich eh nicht verzaubern. Weil ich ja kein Magier bin. So. Wo können wir denn jetzt noch hingehen? Vielleicht sollten wir uns einfach mal nach dort durchschlagen. Besuche den Jäger in der Frostmondschlucht. Wir gehen dann natürlich zu Fuß hin. Vielleicht entdecken wir noch etwas. Wen haben wir denn hier? Ich habe nach euch gesucht. Ach. Ich soll euch etwas liefern. Lass mich raten. Rales ist fertig. Lasst mal sehen. Ein weiterer Brief von Rales. Er macht mir langsam etwas Angst. Hm. Das war's dann wohl. Ich muss los. Lass sehen, was habe ich denn bekommen? Brief von Rales oder... Ich weiß gar nicht... Oder Rales... Nee, warte, Letter... Ah, hier. Ich hoffe, ihr seid nicht böse, aber ich brauche einige Ressourcen. Kommt vorbei, wenn ihr Zeit habt. Rales, Rales. Was mache ich nun mit euch? Also, entweder gehen wir von hier nach dort oben oder wir gehen erstmal so. Po. Ja, komm, wir gehen da direkt hin. Dann ist das schon mal erledigt. Das Lesen eines schwarzen Buches von Hermeus Mora kann dich möglicherweise in sein Reich versetzen. Lies es erneut, um von dort zu fliehen. Ach so. Ja, oder mach das ganze Gebiet wieder sicher. Wow, das sind ja einige Krieger hier schon. Wenn sie die Draugere nicht aufhalten konnten, wer dann? Hallo? Mhm. Davon brauche ich nichts. Hallo? Das ist jetzt Rales Problem. Habt ihr alle dieselbe Stimme, oder? Rales? Was? Ich hatte gehofft, ich würde euch nicht ganz so bald wiedersehen. Was? Warum? Was geht hier vor sich? Hallo? Ich hatte gehofft, ich würde euch nicht ganz so bald wiedersehen. Es sieht so aus, als hätten diesmal wenigstens ein paar Bergleute überlebt. Tja, nun. Die Söldner haben ihre Arbeit getan. Waren jeden Septim wert. Natürlich sind manche da vielleicht anderer Meinung. Die Toten zum Beispiel. Bei den Göttern. Was für ein Debakel. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Aber Übung macht schließlich den Meister. Ihr geht und erledigt erneut die Drauger. Und ich halte den Rest dieser Envar davon ab, davon zu laufen. Also, befreie die Drauger... befreie die Höhle von den Draugern. Das ist jetzt Rales Problem. Wieso? Rales Problem, aber ich soll rein. Danke. Nun gut, also erneut in den Kolbjorn Ausgrabungsstätte. Mal sehen. So viele Trauriger können sie eigentlich nicht mehr sein.
Ach so. Mist. Ihr dürft auch mitmachen, die da drüben. Na, ich vergiss es. Hier, schön. Ja, der hat wenigstens gesessen. Na, er schaut ihr unter den Rock. Was ist denn hier los heute? So. Wow, wow. Wer hat hier wow, wow gemacht? Hallo? Ah. Kuckuck. Der kriegt einen nach dem anderen schön. Gefällt mir. Ich glaube, der steht nicht mehr. Vorsichtig. Ich könnte noch mehr sein. Sind die Kisten wieder voll? Nicht mit neuen Sachen. Habe ich mich erschrocken gerade. Der Hund fällt auch überhaupt nicht auf. Der ist nicht. Er regt keine Aufmerksamkeit. Nö, wieso denn? Wer liegt denn hier? Okay, die eine Wache hat schon mal nicht geschafft. Oh. Na, was haben wir denn da? Gleich. Ich will erstmal hier hinten nochmal sehen. Wir schauen uns hier erstmal um, bevor wir uns das Leckerli da unten holen. Kann ja sein, dass sie nachher in den Hinterhalt geraten. Das wollen wir vermeiden, ne? Orkische Kriegsaxt. Oder Streitaxt. Mhm. Ja. Mach ruhig ein bisschen Lärm. Was höre ich da? Hier klappert was. So, immer schön auf der Mütze. Dann kriegt er auf jeden Fall einen Gedankenanstoß, der sich gewaschen hat. Das könnte den einen oder anderen vielleicht pieken, aber mich juckt es nicht. Hier ist noch irgendwer. Oder irgendwas. Etwas hat mich bemerkt. Das hört sich an wie... Käfer. Lydia. Mist. Schöne Hintern. Sehr gut. Hauptsache der Hund springt mir nicht wieder vor die Linie. Na, wen haben wir denn da? Du hast ja einen Popel. Guten Tag. Oh. Aber hier gab es noch andere Gänge. Warte. Ich bin zu voreilig. Ich wollte schon sagen, da fehlt doch noch was. Ah, das ist wieder der Raum. Okay. Na komm, dann können wir das auch mitnehmen. Immer noch nicht. Blasphemie. Gut.
frag mich, was das für ein Gegenstand, Schrei hier sein soll überhaupt. Wer? Boah, schön. Na komm schon. Da komme ich leider nicht mehr rauf. Müsste ich da irgendwie unten durchspringen oder so? Mal gucken. Oder ich mache einen Wirbelwindsprint, das geht auf jeden Fall. Oh, Hundi. Nein. Ein Butler kann nie die Hände in den Schoß legen. Schön gestolpert. Tschüss. Wenn man nicht alles alleine macht. Aber am Anfang hat man sie ganz schön gebraucht. Die Lydia und den Hund. Naja gut, den Hund, der kam ja erst spät. Aber die Lydia. Die hat man am Anfang, hat man sie noch gut benötigt. Vor allem auch bei Requiem, aber das haben wir ja nicht lange gespielt. Das war auch eine ganz andere Reichweite. Nämlich eine viel kleinere. Denn wir kamen ja nicht weit. Ja.